Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online zusammen mit Bonnie-Sprecherin Lilly. Ja, das würde ich auch sagen, deswegen viel Spaß beim Sprechen. Danke, ich muss kurz Müll einsammeln, der ist gerade gespawnt. Dann sammle ich den auch noch schnell ein. Ach, bei dir auch? Ja. Habe ich schon die ganze Zeit gestört. Bei mir ist er gerade erst aufgeploppt. Ach so. Eins musst du wissen. Wespen und Uhrmachern sind Erzfeinde seit Anbeginn der Zeit. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ich absolut nicht leiden kann. Und das sind Uhren, die falsch gehen, und Wespen. Und Blutwurst. Und Shampoo. Was Shampoo? Wespen! Wespen! Ich werde fuchsteufelswild, wenn ich nur dran bin. Aber die Hose des Ratsmanns muss gerettet werden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass ich diese Hose zurückhole. Und wenn es mich mein Leben kostet. Mein Leben. Jawohl, ich opfere mein Leben für die Hose des Ratsmanns. Hört ihr das? So. Ich glaube, das haben alle gehört. Es wäre schließlich ungemein schade, wenn ich während so einer Heldentat sterben sollte und keiner merkt etwas davon. So lautet der Plan. Pass gut auf. Ich werde mich in den Uhrmturm schleichen, auf die lebensgefährliche und dunkle Treppe hinauf, bis hin zur tödlichen Luke beim gottverlassenen Ziffernblatt. Dort werde ich mich hinauswagen, nur mit meiner Rettungsleine am Uhrturm verankert. Dann werde ich ganz vorsichtig, aber trotzdem ungemein heldenhaft, die Hose herunternehmen. Zum Schluss werde ich mich aus der Todesfalle, sprich dem Uhrturm, begeben, ohne die Balance oder die Hose zu verlieren. Das ist ungemein, ungemein, ungemein gefährlich. Daher kann ich das unmöglich dir überlassen. Aber hab keine Angst. Dir soll auch ein Stück der Ehre zugeteilt werden. Ich habe eine total einfache und völlig ungefährliche Aufgabe für dich. Natürlich nicht ganz so heldenhaft wie meine, aber weil du mir hilfst, werden die Leute dich trotzdem als so eine Art Semihelden ansehen. Mein Handlagerer vielleicht? Also, das Einzige, was du machen musst, ist, in den Uhrturm hinauf zu gehen und die Wespen so zu ärgern, dass sie dich attackieren und versuchen, grün und blau zu stechen. Wenn sie das machen, läufst du einfach aus dem Uhrturm und schaust, dass sie dich weiterjagen, während ich mich um die Hose kümmere. Das Ganze sollte nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Super leicht also. Ob das gefährlich ist? Tut mir leid, aber wir haben dafür jetzt keine Zeit mehr für irgendwelche Fragen. Los mit dir, hoch in den Turm und mach diese Wespen wahnsinnig, als sie es jemals waren. Keine Angst, ich bin die ganze Zeit hinter dir. Viel Glück! Alter, so lange wie der Plan ist, bin ich schon eingeschlafen. Denk dran, wir müssen jetzt so ungefähr 15 Minuten vor Wespen wegrennen. Oh Mann. Bei mir war das so geil, als du Fuchsteufelswild gesagt hast, hat mich direkt an den Anime Jujutsu Kaisen erinnert. Also wer den Anime kennt, der weiß, auf welche Szene ich meine. Das war lustig. Leider nicht. Ich weiß, du guckst leider keine Animes. Nee. So, okay. Ich gucke generell auch voll wenig Filme und sowas. Psst. Ja, toll. Ja, habe ich verstanden. Flieh, diese Wespen hier scheinen unglaublich stärker zu sein. So an. Lauf, Lilly! Run! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hallo! Dreh dich doch! Oh. Aha, steht da. Ich hab's geschafft. Sind die Wespen hinter dir her? Prima, es lief ja wie geschmiert. Lauf! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Aber auch reiten? Geil. Warum springen wir nicht gleich einfach in den Brunnen? So geil! Ah, das kann ich mehr.
Ich hab's geschafft. Es ist mir gelungen. Oh, bei diesem Gefühl, so eine Heldentat vollbracht zu haben, wird mir ganz warm ums Herz. Selbstverständlich soll auch dir gedankt sein, auch wenn dein Einsatz nicht annähernd so groß war wie meiner. Du hast schließlich nur eine ganz kleine Rolle in dem Ganzen gespielt. Ob ich nicht übertreibe? Das mache ich doch nur, weil ich so unglaublich nett bin. Dein Einsatz war ja praktisch völlig unbedeutend. Aber zu den Leuten werde ich trotzdem sagen, dass du mir geholfen hast. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ja, so eine bin ich. Ein prima Mädel mit dem Herz am rechten Fleck. So ein Kack. Nein, du. Ich muss nach Hause und mich ausruhen, bevor alle Reporter angelaufen kommen, um mich zu interviewen. Du kannst doch die Hose dem Ratsmann geben. Und wenn er darauf besteht, mir zu Ehren eine Statue zu errichten, dann kannst du ihm gerne sagen, dass er sie auf dem höchsten Turm des Schlosses aufstellen darf. Dort können sie alle sehen und von meiner Perfektion inspiriert sein. Das kann ich dir sagen. Mach's gut. Einstweilen. Gott. Ich höre die Frau nee, die Alte in den Wind schießen. Hallo? Ach, du hast ja meine Hose. Hat dir Bonnie dabei geholfen, sie zu holen? Naja, sie wird mir sicher alles darüber erzählen, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Nun werde ich mein Versprechen an dich einlösen und nach dem geldfernen Pferdetransporter neben der Galoppmanasche halten. Das wird etwas dauern. Hab bitte etwas Geduld, dann werde ich sicher die dafür notwendigen Mittel auftreiben. Hallo, ich habe gute Neuigkeiten. Es ist mir gelungen, das Geld für den Pferdetransporter aufzutreiben. Das war nicht leicht, aber am Ende ist mir gelungen, genauso viel zu beschaffen, damit ich einen Pferdetransporterwagen bestellen konnte. Gut, was? Das Fahrzeug, das den Wagen zieht? Was meinst du damit? Aha, der Pferdetransporter funktioniert nicht, wenn es kein Fahrzeug gibt, das ihn zieht. Ja, du, das klingt logisch. Leider, das Geld ist aus, also kann ich dir nicht mehr helfen. Gibt es sonst niemanden, den du fragen kannst? Nein. Der Wagen steht auf jeden Fall neben der Galoppbahn. Vielleicht fällt dir ja was ein. Warte, nun fällt mir etwas ein. Als ich das letzte Mal beim Northling oben war, habe ich dort einen netten Praktikanten getroffen. Er sagt, er kennt dich. Vielleicht kannst du ihm mit ihm sprechen. Er wirkt sehr schlau im Unterschied zu den anderen Grobianern dort. Sprich ihm, das ist mein Rat. Mach's gut, einstweilen. Wieso sagen die einstweilen? Warum sagen... Danke, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist das... Vor allem jeder jetzt gerade. Ist das ein typisches Wort, das man so sagt, oder? Einstweilen. Also bei mir nicht. Ich habe das sag Gefühl... Nicht, mach's gut, einstweilen. Ich habe das noch nie gehört. Das klingt richtig dämlich. Bei uns ist kurz und knapp Tschüss. Ja, sag doch einfach Tschüss, Alter. Was für einstweilen. Oh, naja, ich hab schon wieder die Z-Moment. Klopfen auf die Oberschenkel und sagen so und gehen. Okay, interessant. Lilly verweigert ja. Vor Hindernissen, die gestern kein Problem waren. Okay. Das macht meiner auch. Baue das Selbstbewusstsein von Lilly wieder auf, indem du eine leichte Aufgabe willst. So. Oh, Goldmelisse. Juhu. Das ist meine erste. Jetzt habe ich 2 Pflanzen. Wahnsinn. Ich habe 5. Danke. Mir fehlt noch eine. Dann habe ich alle 6. Oh Gott, ich sehe schon. Und dann noch 10.000. Der scheiß Bagger oder was das ist, zieht ein Ding. Das ist ein Bulldozer, zieht den ja, Wagen. Nicht? Den Anhänger. Hallo Conny. Hi, Conny. Hallo. Das ist aber lange her. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Du brauchst ein Fahrzeug, das einen Pferdetransporter ziehen kann? Ob ich dir helfen kann? Ja, aber sicher. Wir sind schließlich Freunde und so viel, wie du für mich getan hast, das hier, ein Klacks. Ich kann dir einen Bulldozer von der Baustelle leihen. Keiner wird merken, dass er fehlt. Das hier wird super cool. Das einzige Problem ist es, den Bulldozer wegzufahren, ohne dass es jemand merkt. Die Bauarbeiter kümmern sich nicht direkt um etwas, aber wenn ein Praktikant ganz plötzlich mit einer schweren Baumaschine wegfährt, fällt sogar denen das auf. Kennst du den Kerl oben bei den Klippen? Herrn Bucket? Er kann uns vielleicht helfen. Was meinst du? Du reitest hoch und redest mit ihm? Super, ich warte inzwischen hier.
Ja, okay, versuchen wir es mal. Schwerhörig sind die wahrscheinlich auch noch, weil wir stehen direkt neben einem und besprechen, was ein Bulldozer in Führung. Das wundert mich nicht. Guten Tag. Wie schreiten die Pläne mit der Anschaffung eines alternativen Transportmittels zur Northlink voran? So sehen Eine Ablenkung? Ha, ich habe die perfekte Ablenkung hier. Der Unterzeichnende hier ist nämlich einer von Jorviks ersten Experten in Bürokratie. Sowohl in theoretischer Grammatik, auch aus in kreisförmiger Logik. Ich bin gerade dabei, der letzten Version meines epischen Meisterwerks, die infrastrukturelle Kapitalsverschiebung in Northlink, aus einer kapazitätsstrukturellen Perspektive zu korrigieren. Heilige! Das braucht Zeit, weil sogar ich nach 5 Minuten Lesen einschlafe. Wenn diese Kopie den Bauarbeiten hier unten gibst, wirst du halt Zeit der Welt haben, um zu tun, was du willst. Okay. Versuchen wir es. Lilly, Let's lauf. Give it a try. So. Oh, schon wieder Abfall. Mensch. Olli. Mann, oh Mann. Der Aufseher. Aber hallo, siehst du denn nicht, dass wir hier arbeiten? Wie, ich soll das lesen? Nee, für so einen Blödsinn habe ich keine Zeit. Was sagst du, die infrastrukturelle Kapitalsverschiebung in Northlink aus einer kapitätsstrukturellen Perspektive? Das hört sich aber ungemein wichtig an. Da ist es vermutlich das Beste, wenn ich das doch mal überfliege. Ja, mach das. Die infrastrukturelle Kapitalsverschiebung in Northlink aus einer kapazitätsstrukturellen Perspektive. Da wollen wir mal sehen. Lies. Oh meine Güte. Ich verstehe gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, ich muss weiterlesen. Ich fühle mich so klein. Und dumm. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Der Bauleiter wird total abwesend. Das ist mal eine Ablenkung, die zu etwas taugt. Jetzt kann der Praktikant den Bulldozer wegfahren, ohne dass jemand etwas merkt. Kehre zum Praktikanten zurück. Ja, okay. Es war nur ein Typi abgelenkt, aber wenn das reicht, dann ist das einer okay. Einer von 4 oder so, oder 5, die hier arbeiten. Kein Ding, es geht. Ja, die anderen sind halt alle schwerhörig und blind. Wahrscheinlich. Wie ist es gelaufen? Herr Buckets Text hat sie total verwirrt. Perfekt. Herrlich, das lief ja wie geschmiert. Warte hier, dann hole ich den Bulldozer und fahre ihn zur Galoppbahn. Oh, bitte kein Unfall. Sitzt gar nicht her drin, aber Conny okay. Nicht mal drin. Oh Mann, ist das so schwer, Conny da reinzusetzen? Ja. So, der Bulldozer ist an seinem Platz. Ich habe alles zusammengebaut, wenn ich da unten war. Der Pferdetransporter funktioniert das perfekt. So, das hat mir geschafft. Erschlagen. Ja, ich sehe es. Aber ganz, ganz vorsichtig. Es war gut, so richtig, dich wieder zu treffen. So richtig sanft. Ja, so ganz sanft drückt sie dich. Es war nett. Cool, dich wieder zu treffen. Komm vorbei und besuch mich wieder. Du kannst den Pferdetransporter testen und schauen, ob er funktioniert. Aber ich glaube, dass Herr Backer zuerst etwas von dir will. Ich sehe, dass er dir zuwinkt. Mach's gut, wir sehen uns wieder. Oh nein. Wie klingt so eine hässliche Bauarbeiterweste? Die wollte ich schon immer mal haben. Natürlich. Können wir benutzen für unsere Umbauarbeiten im Stall. Ja, stimmt. Wenn die irgendwann kommen. Ausgezeichnet. Du hast unser Projekt wirklich fertiggestellt. So, oh, jetzt habe ich es übersprungen. Sowohl innerhalb irgendwas? Sowohl innerhalb der vereinbarten Zeit und auch ohne das Budget, um nur einen Jovik-Schilling zu überziehen. Eine wirklich ausgezeichnete Arbeit, das muss ich schon sagen. Mit der neuen Transportmöglichkeit, die es nun gibt, kann man nun jeden Tag bequem dasselbe Geld reisen, dass ich ab sofort wieder an der bürokratischen Arbeit in unserem geliebten Rathaus teilhaben kann. Erfüllt mich wahrhaftig mit Freude und Glück. Ich möchte dir aus tiefstem Herzen meine innerste Dankbarkeit ausdrücken. Leider gibt es kein Honorar für dieses informelle Projekt, aber ich schenke dir mit Freude eine meiner Warnwesten. Eine ordentliche Warnweste ist etwas, das jeder Mitbürger in seiner Garderobe haben sollte. Auf Wiedersehen.
Naja, da gefallen mir die 300 Jahrwegschillinge mehr. Ja, auch. Alter, lies mal die Beschreibung. Jiha! Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das erinnert mich mehr an Cowboys. An die Marley-Quest? Das auch, aber es erinnert, dieses Jiha erinnert mich trotzdem mehr an Cowboys. Oh Mann. Super. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ja. Nee, ich auch nicht. Oh, machen wir die Feder wieder hin. Ja, was ist das nächstes? Warte. Was steht noch an? Mario hast du gesagt, sonst noch mehr? Also, Mario haben wir noch. Ratsmann, lange Nase für den Miesepeter. Ja, und der Rest ist alles das, was wir nicht machen können. Okay, gehen wir wieder zum Ratsmann in dem Falle. Ja. Können wir da ein bisschen am Ratsmann sein. Schön, dass wir uns so um die Mario-Quest einfach komplett drum drücken. Ja, ich mag jetzt nicht dort hochreiten, das nervt mich. Ich freue mich, wenn dann endlich diese blöde Gondelbahn steht oder was das sein soll. Oh, kannst du mich schieben? Kannst du mich schieben? Schieb mich! Ja! Ich will auch geschoben werden. Oh Gott, so das ist schnell! Hilfe! Oh Scheiße, ich bin eben durch. Nein, der verschwindet doch gleich. Oder dreht er um? Ich weiß nicht mehr. Der dreht um. Juhu! Voll geil. Dankeschön. Oh, jetzt dreht er. Ich habe mich gerade davor gestellt, als er umgedreht hat. Oh nein. Ah ja, das habe ich früher auch immer so oft gemacht. Ich muss ja eins sagen, diese E-Funktion mit Einsammeln und Ansprechen und so ist schon praktisch. Benutze ich nie. Ich benutze die immer. Weil... witzigerweise funktioniert bei mir die E-Funktion besser, als wenn ich Leute direkt anklicke. Okay. Zumindest was so das Einsammeln von Dingen angeht. Lange Nase für den Miesepeter in dem Falle. Yes. Ah. Oh, noch eine Sache. Wir haben noch eine andere kleine Geschichte, die beendet werden muss. Es hat ein wenig gedauert, aber ich habe soeben die offizielle Anklageschrift gegen die GED erhalten. Die Bosse aus Jorvik wollen, dass wir das Schreiben an Herrn Campbell übergeben. Aber wie du weißt, habe ich hier so viel zu tun und ich weiß, dass du gerne Aufgaben übernimmst, wie du ihn sauer machen kannst. Was könnte ihn saurer machen als diese Anklageschrift? Ich nehme an, dass Herr Campbell immer noch bei den Elfherden nördlich des Weingartens steht. Oh ja, darauf habe ich Bock. Oh ja, das will ich machen. Zeigen wir es dem Campbell, Alter. Das ist meine Quest. Das brauche ich jetzt. Wir machen Campbell fertig. So ein inoffizieller Slogan. Ja, wirklich. Wir machen Campbell fertig. Wir machen Campbell fertig. Campbell raus, Campbell weg. Verschwinde. Wir machen Campbell fertig. Warte, hier noch Müll zum Einsammeln. Wir kommen. Irgendwas da hinten leuchtet. Was ist das? Oh, Müll. Mit Sektioniers. Aha. Wir machen Campbell fertig. Soll ich ihn lesen? Willst du ihn lesen? Keine Ahnung. Ich lese ihn. Bist du es schon wieder, du Verrückte? Okay. Ich werde mir dieses Dokument durchlesen. Alles ist okay, ich habe gar nichts gehört. Lilly? Geil. Was? Ich habe gar nichts gehört. Ich hab das vorgelesen, was der gesagt hat. Ja, das Erste. Nach dem A habe ich nichts mehr gehört. Oh Gott, ja, ist der rot. Danach kam auch nichts mehr. Ja, aber ich habe das A nicht mal mehr gehört. Das klang da so wie so ein halber Roboter. Oh, na.
Vielleicht Störung in der Leitung oder so. Okay, ich lese weiter. Ja. Es steht, dass Jorvik City mich wegen Betrugs bei der Vereinbarung des Missbrauches verklagt, da sie glauben, beweisen zu können, dass ich mit gestohlenen Maschinen arbeite. Katastrophe und Wahnsinn! Und alles ist deine Schuld! Ich werde meine Sachen packen und gehen. Ich habe schon einen anderen Ort auf dieser Insel gefunden, an dem ich die Natur ausbeuten kann. Und dieser Ort ist weit weg von dir und deinem dummen Pferd. Richte dem Ratsmann aus, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass ich, wenn ich den Prozess gewinne, ganz Silverglade von Jorviks Oberfläche wegsprengen werde. Du bist vielleicht noch jung, um dich zu erinnern, aber ich sage nur, erinnert euch, das, was ich mit Hillcrest gemacht habe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns treffen. Keine Sorge, wir werden die auf Ewigkeiten hinterherjagen. Keine Sorge, das mache ich gerne. Aber wir machen doch ein schönes Bild gleich mit dem hier. Ja, komm. Kann ich ihm noch bitte währenddessen mit meinem Huf ins Gesicht treten? Kannst du gerne machen. Nein, ich war zu spät. Warte. Ich mach zeigen und du machst steigen. Also steig. Ja. Jetzt? Ja. Okay, 1, 2, 3. Ach, so war es schon zu spät. Okay, nochmal. 3. 1, 2, 3. Nee, das geht nicht. Nochmal. Auf was steigst du? 3. Okay, also. 1, 2, 3. Ja, ich glaube, das passt schon. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das passt schon. Oh Gott. Das musst du mir nachher schicken, das Bild. Ja, das ist geil. Ich brauche es. Oh Mann, das ist super. Wir machen es so und dann machen wir noch eins so. Ups. Perfekt. Oh, ist das geil. Das ist super. Okay, los, weiter geht's. Das ist super. Dann gehen wir noch die Quest ab und dann sind wir auch schon am Folgenende angelangt. Sehr gut. Und wir haben es so Campbell so richtig gezeigt. Richtig rote Tomate sind geworden. Der ist so richtig wütend geworden. Wir machen Campbell fertig. Wir machen Campbell fertig. Das ist unser Slogan, Alter. Ich finde den Slogan gut. Kannst du die Folge bitte so benennen? Ja, ich möchte die Folge so nennen. Wir machen Campbell fertig. Hallo, ich muss diese Pflanze einsammeln. Ich brauche ganz viele davon. Ja, ich habe jetzt auch endlich Flachs. Ich habe jetzt zweimal Flachs. Lachs, der Lachs. So, kommen hier schon die schlechten Reime. Ich mache gerne schlechte Reime und schlechte Flachwitze. Ich auch. So. Oi, das war zum Schreien. Herr Campbell sollte an seinen Blutdruck denken. Wir sollten nur hoffen, dass Jorvik alles in trockenen Tüchern mit der Anklage hat. Herr Campbell ist gefährlich, wenn er sauer ist und auch noch das Recht auf seiner Seite hat. Aber schön, dass wir ihn erstmal los sind. Danke für die Hilfe. Hillcrest war eine traurige Geschichte. Es war mal ein friedliches Dorf in den Bergen, südlich von Moorland, das die Chidi in eine große Mine verwandelt hat. Sowohl die Mine als auch das Dorf sind seit langem verlassen. Das war eine große Schande, die dort passiert ist. Ja, gut. Das war's für diese Folge. Wir haben Campbell fertig gemacht und das war unser Ziel. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Star Sable wieder. Tschüss! Tschüss!